Hallo, herzlich willkommen zu meiner Technikwelt. Neulich habe ich einen Kommentar auf meinem Hauptkanal gelesen, da schrieb eine Zuschauerin: Sally, du machst voll oft Nudeln und das ist echt langweilig. Da dachte ich mir, Nudeln müssen ja gar nicht langweilig sein. Ich mache meine Nudeln gerne selber, natürlich kaufen wir auch Nudeln dazu, aber wenn man Nudeln selber macht, kann man da wirklich ganz, ganz viele tolle Ideen mit reinbringen. Man kann hier ganz normale Nudeln machen, wie jetzt ich hier Spaghetti gemacht habe, oder man macht sich Schokonudeln, wie hier, oder auch Nudeln mit Tomatenmark, roter Beete, mit Kräutern und so weiter. Vor allem kann ich selbst wählen, welches Mehl ich verwende. Ich kann normales Weizenmehl nehmen, ich kann Vollkornmehl nehmen und ich kann mich da echt kunterbunt in der Küche austoben. Ich zeige euch heute, wie man Nudeln selber macht und wie man dafür die Pasta-Vorsätze verwendet. Manche wissen ja nicht so recht, wie man damit umgeht, wie man sie reinigt und wie man die perfekte Nudeln hinbekommt. Es gibt ja wirklich ganz viele verschiedene Rezepte. Ich mache heute meine Variante und jetzt zeige ich euch mal die Zutaten und das Werkzeug, was ich dafür benötige. Für einen Standard-Nudelteig braucht man gar nicht viele Zutaten und ich habe die Zutaten zum Beispiel immer auf Vorrat. Das heißt, auch sonntags, wenn wir mal Lust auf Nudeln haben, kann ich immer welche vorbereiten. Ich nehme dafür Mehl. Hier habe ich Semola, das ist ein Hartweizengrieß. Dadurch werden die Nudeln richtig schön bissfest und bekommen einen anderen Biss, als wenn man jetzt nur Mehl verwendet, Eier, etwas Salz und Öl und nach Bedarf ein bisschen Wasser. Und das ist der Standard-Nudelteig. Zum Kneten verwende ich den Knethaken. Der Nudelteig ist nämlich relativ fest und müsste man den jetzt mit der Hand kneten. Geht zwar auch, aber es dauert ein bisschen länger, aber man bekommt ganz gute Oberarme. Und jetzt kann der Nudelteig auf Stufe 2 geknetet werden. Der Nudelteig ist ein sehr fester Teig und wenn er dann fertig ist, sieht er so aus, also richtig kompakt. Und so muss er auch sein, da ist er perfekt für die Nudelwalzen. Und jetzt packt ihr den ein und lasst ihn am besten 30 Minuten im Kühlschrank ruhen. Ihr könnt ihn aber auch gerne am Vorabend zubereiten und im Kühlschrank lagern. Nach der Ruhezeit ist der Teig jetzt richtig schön fest und durchgekühlt und so lässt er sich am besten verarbeiten. Ich habe jetzt hier meine drei Nudelwalzen, einmal die Lasagnewalze und noch zwei Schneidaufsätze. Ich habe hier Fettuccine und Spaghetti und dann gibt es noch weitere zwei und die unterscheiden sich alle in der Breite. Also ich mag ganz gerne breitere Nudeln, Murat auch, die Kinder lieben aber Spaghetti und so haben wir immer die perfekten Walzen griffbereit. Die Lasagnewalze ist die Standardwalze, also wenn ihr Nudeln zuschneiden möchtet, müsst ihr sie auf jeden Fall vorher erst einmal plattrollen zu einer Lasagneplatte. Das Ganze kommt hier vorne an den Kraftanschluss und dann starte ich hier bei der gröbsten Einstellung bei 0. Der Teig, der ist mir jetzt ein bisschen zu viel, da nehme ich jetzt ein bisschen weniger. Einfacher geht es, wenn ihr den vorher ausrollt. Ich habe den jetzt aber einfach mit der Hand ein bisschen flach gedrückt. Das geht auch. Und der sollte jetzt auf jeden Fall nicht zu nass sein. Und falls ihr merkt, der ist doch ein bisschen zu klebrig, dann nehmt ihr einfach noch ein bisschen Semola oder Mehl und könnt das Ganze noch ein bisschen trockener machen. Die perfekte Einstellung ist die Geschwindigkeit 3 oder 4, je nachdem wie schnell eure Hände sind. Beim ersten Mal geht es erstmal ein bisschen schwieriger. So, dann den Teig zusammenfalten. Und einfach so oft durchlassen, bis ihr eine schöne Platte habt. Und jetzt habe ich eine schöne Platte und kann jetzt hier die Stufe erhöhen und einfach den Teig dünner ausrollen. Diese Lasagneplatten könnt ihr jetzt verwenden, um zum Beispiel eine leckere Lasagne zu machen oder ihr könnt daraus leckere schwäbische Maultaschen machen. Ich benutze die Lasagnewalze auch immer ganz gerne, wenn ich türkische Mante mache oder zum Beispiel Pelmeni. Also da könnt ihr wirklich alles Mögliche damit machen. Oder ihr schneidet die Platten jetzt längs zu und könnt dann die Schneideaufsätze verwenden und die Nudeln eurer Wahl zubereiten. Und auf diese Weise könnt ihr zum Beispiel auch Vollkornnudeln herstellen. Dafür nehme ich jetzt Weizen und kann den Weizen in der Getreidemühle ganz fein mahlen und daraus den gleichen Nudelteig zubereiten.
Und um noch mehr Geschmack reinzukriegen, ich bin ja ein Chili-Fan, habe ich jetzt auch noch Chili-Nudeln. Und dafür nehme ich einfach den normalen Standard-Nudelteig. Da kommen Chili-Flocken mit rein. Und um das Ganze farblich etwas abzusetzen, ein bisschen Tomatenmark. Da müsst ihr natürlich dann ein Ei weniger nehmen, weil man eben mehr Feuchtigkeit durch das Tomatenmark im Nudelteig hat. Eine richtig schöne Farbe und einen tollen Geschmack bekommt man bei Nudeln durch rote Beete hin. So sieht die Knolle aus, wenn sie roh ist. Die gibt es natürlich auch schon vorgekocht und vakuumiert zu kaufen. Die hat jetzt der Murat mitgebracht. Da finde ich die Farbe allerdings nicht so schön, aber die könnt ihr auf jeden Fall auch verwenden. Die rote Beete, die verarbeite ich immer mit Handschuhen, damit ich einfach keine pinken Finger bekomme. Und dafür wird jetzt die Schale entfernt und die rote Beete wird in grobe Stücke geschnitten. Hier verwende ich jetzt den Multizerkleinerer mit dem Julienne-Aufsatz und kann grobe Stifte schneiden. Und damit die rote Beete weich wird, habe ich sie hier auf dem Herd mit etwas Wasser weich gegart. Ihr könnt sie aber auch ganz gut in die Mikrowelle geben. Und jetzt wird sie im Multi zerkleinert und durch ein Sieb gestrichen und dann kann ich damit den Nudelteig einfärben. Ich habe jetzt hier fertig genudelt. Hier seht ihr ein bisschen die Pasta-Kreation, die ich gezaubert habe. Die Aufsätze verwende ich aber nicht nur zum Pasta machen, sondern ich benutze die auch ganz gerne zum Backen. Ihr kennt mich ja, ich mache gerne Motivtorten, benutze Fondant und Modellierschokolade. Und die Massen sind ja immer ziemlich fest und die muss ich oft mühevoll immer mit dem Ausrollstab ausrollen. Hier kann ich dann aber auf die Lasagne-Walze zurückgreifen und das Ganze wirklich super dünn ausrollen. Bei Blütenpaste zum Beispiel, wenn ich eigene Blumen herstelle, ist ganz wichtig, dass die ganz dünn und gleichmäßig ausgerollt werden. Und später kann ich dann zum Beispiel den Fettuccine oder Spaghetti-Aufsatz nehmen und so die Dekoration herstellen. Also ihr seht, die Nudelvorsätze sind total flexibel und ihr könnt sie individuell einsetzen. Ganz wichtig ist bei der Reinigung niemals, wirklich niemals mit Wasser in Kontakt bringen. Ihr könnt das Ganze jetzt einfach trocknen lassen, wobei, wenn der Teig die perfekte Konsistenz hat, ihr seht hier, da bleibt im Prinzip gar kein Rückstand übrig. Das wird jetzt gleich trocken mit einem sauberen Tuch sauber gemacht. Und den Rest lasse ich einfach trocknen, nehme die Bürste und kann dann die Reste so ein bisschen wegbürsten. Dann kommen sie in den Schrank und werden beim nächsten Mal wieder weiterverwendet. Rezepte zu den Nudeln und zu den Pastateigen findet ihr auf meinem Hauptkanal. Da gibt es ganz viele verschiedene Variationen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nudeln selber machen, beim Torte dekorieren, viel Spaß beim Kochen und Backen und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dann, tschüss!